Matthias, der ging in der Church, haben wir von der katholischen Church, und ging dann in der Church, und als er nachher war an den Hüst, dann kam er mit einem besorgten Gesicht in den Hüst. Und er steht früh in den Hüst gekommen, sind ja viele Menschen, die kommen von der Church und sind ganz besorgt, nicht? Wir sind wieder in Matthias, und der Mann fragt, Matthias, was ist los? Warum kommst du nicht mit einem Freund gesagt, warum kommst du so besorgt in den Hüst? Dann sagt Matthias, ich habe ein Problem. Ich ging mit dem Priester reden, ich ging mit Bechana. Und er hat mir nur Abgabe gegeben, da weiß ich nicht, wer ich das soll tun, ich kann das nicht. Na, was ist denn los? Na, der Priester, der sieht mir, ich soll drei Vater unser beten. Und was ist das Problem? Du kannst dir das Vater unser auswendig. Aber Mama, weißt du was? Ich kann nur ein Vater unser auswendig. Ich kann nicht drei Vater unser auswendig. Das gibt doch nicht drei Vater unser. Aber die soll. Was der Priester will sagen, ist, du sollst dreimal das selbe Gebet wiederholen. Wenn du das gesündigt hast, dann das dreimal Vater unser wiederholen und dann soll das alles okay sein. Deshalb können wir einen, und wir deswegen besorgt. Und wirklich gesagt, jetzt manche Menschen, evangelische, katholische oder von jener Konfession, die wiederholen diese Sache einfach am zu tun. Jesus selbst liebt uns das Vater unser Beten, was so erscheint ist. Aber wenn Menschen das plötzlich wiederholen, um eins, was die Donate haben, um ein religiöses Gefühl zu haben, hat das keinen Sinn nicht. Was das Wichtigste ist, dass das von Berne kommt. Denn in der Zeit von Jesus, wie die Menschen, die Priester und so, was eins, die stellen sich aber ein mit strammen Kleidern und haben lange gebeten, dass die Menschen glauben, wow, das muss wirklich ein sehr guter Mensch sein. Und Jesus sagt, das hat nicht den Weg. Das sagt uns das in Matthäus Kapitel 6, Vers 7 folgenden. Wenn die beten, dann soll die nicht allerhand ploppen, sonst die Menschen dünnen, die Gott nicht kennen. Denn sie meinen, wenn sie waren, ihr hier waren, wenn sie sehr viel Wert merken. Einzige Dünne, deswegen nur wenig Wert merken. Als du nicht viel Wert merkst, dann wenig erst nicht dort. Was das Wichtigste ist, dort, wo die sagt, dass das vom Horte kam. Dass er nicht bloß ein Wiederholer ist, naja, ich möchte noch ein Bett beten. Das ist einzige, das mit dem Segen Vater da ganz böse handeln. Das Wichtigste ist, dass du wirklich dort vom Horte meinst. Wirst du nicht ein Mensch, eben zu überzeugen, wenn du dort nicht wirklich vom Horte sagst. So, eins zu sagen, ich kann nicht so viel beten. Sei, okay, wenn du aber Padre kannst sagen, dann kannst du auch beten. Was das Wichtigste ist, nicht wenn du schmecken, wie du kannst sagen, weil du dort kriegst den Saatbau und dort alle. Was das Wichtigste ist, das beste Gebet ist dort, wo du vom Horte kommst. Aus dem Vater unser. Oder einfach hier weiß, beim Auto fahren, oder beim Feld gehen, oder beim Arbeit, oder beim Traktor fahren. Du sagst, weißt du was, Jesus, ich hatte ein Problem, ich wollte nicht damit vor dich zu waren, aber kannst du mir das verzeihen? Ich vertraue dir, dass du das hast. Und Jesus, der hat so reagiert. Und der hört das, wenn du dort vom Deib vom Hort hast. So, wie das sind Menschen, die einfach mit Gott kennen reden, die will nicht auch ins Wort brücken, viel wird merken und was wiederholen, was andere sagen, sondern einfach Deib von Hort mit Gott reden.